Ich habe geträumt, ich hatte Abschlussprüfung. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet und dachte, hä, wie, was, heute? Und dann kamen da so Fragen so. Also ich weiß nicht, was für eine Ausbildung oder was für ein Abitur ich gemacht habe. Und dann kommen da so Fragen wie, wer hat das Uran erfunden? Vor allem, Uran kann man gar nicht erfinden. Uran findet, ja, also man findet es. Denkt ihr, erfinden kommt, dass ein Er etwas gefunden hat? Er findet. The prophecy is true. Das heißt, wenn ich draußen etwas findet, habe ich es erfunden? Macht das Sinn? LOL. Das ist ja heftig. So. Wir spielen Burger Trundle. Das ist zumindest die Theorie. Das heißt, ich habe noch keine Ahnung, was wir kaufen. Aber, also deren Team ist halt Also, wenn ich gegen so ein Team in Solo-Queue spielen würde auf meinem Main, würde ich instant Rage quitten und draußen was finden. Aber, geht nicht kaputt und geht durch die nicht kaputt und richtig nervig, macht viel Damage, richtig nervig, geht nicht kaputt und geht auch nicht kaputt und also das Uran tatsächlich, um es zu erfinden, also ich habe bei meinem, scheiße, glaube ich, hat W-Skin, oder? Egal, ich habe bei meinem Nachbar geguckt, der hat mir die Lösung gegeben, wer das Uran erfunden hat. Und es war Polar Safe. Safe wie Speichern. Ja, das ist es, Leute. Das ist ich. Also die Antwort war so klar. Mein Nachbar hat es geschrieben. Ich habe das. Also ich habe das abgeguckt bei ihm, aber ich konnte es nicht richtig schreiben. Polar Safe hat das Uran erfunden. Klingt ja. Ich weiß nicht, was das für ein Name ist. Ist das so ein. Klingt so ein bisschen wie so ein. Ja, ich weiß nicht. Was ist Polar für ein Name? Ist das so ein russischer? Ukrainischer? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der es erfunden. Das Ding ist, ich habe versucht, diesen Satz zu schreiben, diesen Namen. Diesen Satz. Und ich habe das L nicht richtig hingekriegt. Ja, es sind Probleme, die ich hatte in dieser Abitur oder was für Prüfung ich da rum hatte. Das heißt, ich habe das durchgestrichen und nochmal geschrieben und habe es wieder so geschrieben, dass man es nicht erkennt. Und ich hatte halt Angst, dass der Lehrer oder der das testet, dann das nicht erkennt und mir da keinen Punkt vergibt. Dann war das Feld aber voll. Dann habe ich auf ein Bild gemalt, was daneben war. Und das Bild war leider so, dass wenn du draufmalst, die Schrift einfach weggeht. Ich kann's nicht, es war einfach so. Leute, Böllerbus, Trundle is on the way. Guten Tag, einmal bitte dein Bauch. What? Into Autotech Bice, Autotech Flash. Auch ein Flash ist ein guter Gang. Ich werde sie finden. Das heißt, ich habe die Golems erfunden. Ich bin der Erfinder der Golems. Nein, doch. Was wäre, wenn Trundle jetzt eine sie wäre? Wie würde Trundle heißen, wenn Trundle eine sie wäre? Vielleicht ist Trundle ja schon eine sie. Trundlini. Trundini? Trun... Ich weiß es nicht. Trendeline. Trendeline. Trendula? Ja, Trudi. Trudi ist auch gut. So, Leute. How to gank. Baitet den Flash und dann geht einfach wieder dahin. Okay. Aber es kann sein, dass hier mir eine Rollmaus entgegenkommt und du jetzt erstmal weggehst. Weil der broken ist. Und der, die sind halt beide broken. Also, Full Adit gegen diese Gegner zu gehen, ist das Dümmste, was man machen kann. Genau deswegen machen wir das. Xerath mit dem Early Gank auf der Botlane, welcome. Ich mit dem Early, geh weg. Okay, dann gehen wir erstmal. Das Gute ist, wenn Xerath in der Botlane farmt, dann hat er offiziell alle Rechte verloren, die Midlane zu farmen. Das ist so. Das steht festgeschrieben. Geh weg. Okay. Ich bin Level 4, ich hau ihn jetzt. Beiß! Ich hab Pressed Attack. Auto-Attack. 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 Ich habe noch Red Buff, er nicht. Ja, okay, dann gehen wir mal eben den Boy hier gönnen. Kann ich den CC'en, wenn ich den hochnocke, verliert er dann seine Armor? Wir werden es testen. Guck mal, schon wieder etwas erfunden. Lol, das ist ja... Also, wenn Trundle Jungle nicht broken ist... Guck mal, er ist einfach komplett aus seinem Leben geböllert worden. Er weiß gar nicht mehr, wo unten und oben ist. Also Leute, Trundle Jungle, ich meine, der ist eine Zeit lang richtig broken gewesen und ich schwöre, er ist immer noch broken. Also ich finde den Jungle Clear richtig heftig irgendwie. Und stell euch mal vor, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Tiamat kaufen. Ich denke schon, oder? Wie viel kostet so ein Diamant? 1050. Guck mal. Flipp. Haha, lustig. Ne, es ging. Es ging. Es ging, es war okay. Das heißt, wir brauchen 1 plus 1, 4 im Sinn. 1475, wie... Also, kein mittelständischer Trundle hat so viel Geld auf der Hacke. Ich weiß gar nicht, ob ich Tiamat... Brauche ich Tiamat wirklich? Ich meine, ich kann ja auch so... Dann esse ich halt einen Vogel nach dem anderen. Ist eh besser, als alle auf einmal zu essen. Weil wenn jetzt zu viel ist, dann seid ihr direkt so... Boah, bin ich voll und dann, ne? Also das ist echt wichtig beim Essen, Leute. Ihr müsst immer nacheinander essen, weil... Und langsam. Weil das Sättigungsgefühl erst nach einer Zeit einsetzt. Aber ich bin ich und deswegen esse ich alles auf einmal. Ja, wir müssen jetzt was ganken. Ich meine, wir haben ordentlich gefarmt.
Ja, das ist halt der aktuelle Jungle. Farmed down. Ich meine, wir haben Top-Lane gegankt und wir haben in der Mid-Lane gefarmt. Also, ja. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist immer Golems einsammeln, Leute. Golems sind der Key. So, können wir nochmal Top-Lane ganken? Ich glaube nicht, aber deswegen gehen wir da hin. Press the attack. Ja, ich bin unterwegs. Seite kommt von. Aber ja, perfekt. Frä! Auto-Tech Q, Auto-Tech Tiamat. Das ist die Combo. Genauso muss es gehen. Kommt dann im Combo-Guide. Die Auto-Tech-Combo. So, gönnen wir uns den hier. Kann ich ihn auch... Ne, dadurch geht seine Rüstung nicht weg. Rip in Pep Per Row Nee Es Nestle. So, ich setze eine These auf. Die These ist, Jungler auf dieser Elo... Oh, guten Tag, wer bist du denn? Scheiße, es war jetzt ein bisschen End, aber den töte ich doch. Komm her. Auto-Tech Q. Snare. Tiamat, jetzt kommt die Tiamat-Kombo. Die Flash-Tiamat-Kombo. Tiamat einfach. Bam. Mit der Keule auf das Schalentier. So haben das früher schon die Neandertaler gemacht. Ne, die mussten ja auch irgendwie die Kokosnüsse. Ich meine, stellt euch mal Neandertaler am Strand, also Paradiesstrand vor. Die einfach da Kokos... Das Bild hat man noch nie gehabt, oder? Okay, also auf jeden Fall hier unten. Und Echo ist auch noch hier. Echo Fresh. Ich habe jetzt eine Ult. Wenn die diven ist, wäre es cool. Aber nur dann. Komm, dive, Leute. Dive. Das sieht sehr gut aus. Das sieht wie ein richtiger Throw aus. Jetzt hier. Frä. Ohne Witz. Bester Trundle. Pressen. Ja. Komm schon. Ich saug dich aus. Mach die Saug. Ja. Und jetzt. Was passiert hier, Alter? Hier passiert richtig viel. Ich mache einfach alles kaputt. Wäre das okay? Alter, ich sehe nicht, was ich angreife. Okay, easy. Also, wenn das mal nicht ein Jungler ist, Leute. Einmal reingebissen ins Schalentier. Zack. Quadruple Uccisione. So, Golems, habe ich euch gesagt. Snack it. Und auch mal hochhauen, schön. Wieso fliegen die nicht hoch, Leute? So glatt. Soll das? Weil die Klinge zwei Schneiden hat. Help! Send help! Vielen Dank an der krasse 00. Hm, der krasse 00? Oh, ganz von der feinen Art. Ja. Oh, welcome. Vielen Dank, der krasse, der Junge. Dankeschön. So, es muss mehr. Ich glaube, wir gehen wirklich Infinity Edge first. Ich glaube, das werde ich in meinem MOBA Fire Guide mit etablieren. Infinity Edge first, no jungle item, into Schalentier Trundle. Vielleicht troll ich ein bisschen, aber nur vielleicht. Vielleicht troll ich ein bisschen. Troll ich ein bisschen. Hä? Ja, okay. Ach, scheiß dieses Game an die Wand. Ja, okay, jetzt Baron! Baron! Leute, wo ist der Baron? Oh, shit. Hä, wieso bin ich... Oh, lol, er hat mich getauntet. Nein! Oh. Ja, jetzt gehe ich einfach hier rüber. Und hau ihn kaputt. Sie hat alles ruiniert, Lulu. Alles ruiniert. Flashback. Vielleicht troll ich ein bisschen. Alles ruiniert. Wieso läuft sie das... Bin ich von Pech gepriesen? Wieso läuft sie komplett random durch diesen Busch? Warum? Mich wundert, dass niemand sagt, dass ich troll. Ich meine, ich bin ja ein Troll, aber alles ruiniert. Ich glaube, ich brauche Shurelias, um in die Base des Gegners zu rennen. Ich muss legit nur das Ding berühren. Aber ich glaube, ich kann das auch nicht queuen, oder? Kann man den nächsten queuen? Ich glaube nicht. Ich brauche Shurelias. Habe ich irgendwas, was mit AP? Die Ult sogar. Leute, 1%. Ich bin da. Vielleicht sollte ich einfach mit meinem Team fighten, aber ich glaube, dann verlieren wir. Wir könnten ja versuchen, mit dem Team zu fighten und ich gehe von hinten behind on. Das heißt, ich gehe einfach wie so ein Assassine. Das Problem ist, ich glaube, bis ich an Twitch dran bin, killt der mein Team. Könnt ihr bitte aufhören, auf mich zu gehen? Also, die haben auf jeden Fall da unten, da komme ich nie durch. Ich müsste, wenn ich wirklich sneaken will, Agent under sneak, müsste ich hier rüber. Hold them, hold the line. Hold, ich glaube, die sind schon wieder alle weg. Die haben schon irgendwo wieder was gerochen. Ich könnte mich ja als Minion covern und einfach über die Lane mitlaufen. Okay, die sind alle. Ja, was ist das für ein Drake? Die wollen den Drake, den Elder Drake. Die wollen den Elder Drake. Weil die Klinge zwei Schneiden hat. Holt, Guys. Holt, das ist der Moment. Das ist es. Auto-Tech, Q. Gewonnen, Solo. MOBA Fire Guide kommt. Broken Gameplay. GG. Ich nenne es Nexus Melting Trundle.